Hallo und herzlich willkommen nun zurück zu Final Fantasy Brave Exvius und es geht jetzt weiter. Jawohl. So, ja, Energie aufgetankt und es geht weiter hier in Lasselt. So. Dorf Kohl waren wir hier und jetzt gehen wir in Ödland von Kohl. Und ja, los geht's. Okay. Ja, nehmen wir hier. Der ist neulich auch wieder in der FL. Jetzt sind die auf Max-Stufe. Jetzt braucht man so gesehen gewisse Mats, um die so gesehen auf das nächste Level zu bringen. Also in Erwachen. Ja, mal gucken. So. Dann wollen wir mal loslegen. Dass wir uns nicht falsch verstehen. Ich bin eigentlich dagegen, Fina mitzunehmen. Aber als ein Ritter von Grunchild kann ich ein verwirrtes Lamm auch einfach nicht stich lassen. Ja, das ist klar, das will. Danke. So, warte mal. Irgendwie so ein bisschen leiser hier ist geworden, ne? Guck mal kurz. Ah, das liegt hier dran. Wir lassen das mal so. Ist okay so, ne? Von der Lautstärke, denke ich mal. Obwohl im Menü wird das auch immer irgendwie lauter, aber. Ach, egal, lassen wir einfach so. So, weiter geht's. Wow. Wow. Ja, aber gut rein. Noch ein zu. Hoffentlich finden wir sie dann schnell wieder. Ah, hier, jetzt haben wir hier diese Bomber. Da sollten wir ja welche erledigen. Jetzt kriegen wir sie auch mal zu Blick. Die Bomber. Das war ja easy, ne? So, bald auf 15 sogar. Ah, das ist gut. Welche ganzen Mats brauchen wir auch später zum Erwachen und so weiteres? Ich kann zeige euch später mal, wie man auch halt einfach auch so sein Esper aufleveln kann. Das habe ich jetzt auch seitdem gefunden gehabt. Aber da kommen wir noch dazu, wenn wir hier in Ödland fertig sind. Und dann können wir mal da auch mal einen Blick drauf zuwerfen. Der Wind wird wärmer, die Wüste muss nah sein. Verflucht, wir haben nur Wasser für zwei Personen dabei. Rain, sorge dich jetzt nicht um Fina und trink dein Wasser. Andernfalls schaffen wir es nie lebend aus der Wüste. Oh ja. Man sollte das nicht unterschätzen, auf jeden Fall. Bam, 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 na, na. Na, 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 na. Zack, Overkill.
Sehr gut. Ah, fast geschafft. Oh, 27. Die haben ja auch bald ihr Max-Level. Oh, hier Esper-Kristall ist auch ziemlich wichtig. Ja, alles so wichtige Mats. So, genau, wir machen jetzt hier mal weiter. Wir haben ja noch ein bisschen Energie. Geht eigentlich recht schnell, finde ich. So. Ey, wie ist es gerade momentan so komisch? Ich sehe gar nicht mehr richtig die Freundesliste und sowas. Ich weiß nicht, ob die da jetzt schon wieder irgendwie Wartungen machen oder sowas in der Richtung. Oh, hier. Da hat jemand aber ganz schön fleißig gespielt. Da hat er auch schon Ifrit. Und hat auch hier diesen Erwachen. Das sieht ja echt cool aus. Da haben die so eine Aura irgendwie. Ich weiß nicht, erst glaube ich das Schwert und dann glaube ich die Person, die Aura oder irgendwie sowas in der Richtung. Hey, Laswell! Du hast dein Wasser kaum angerührt. Warum hast du noch keinen Schluck getrunken, seit wir aufgebrochen sind? Das ist doch egal, ich war eben einfach nicht durstig. Von wegen, trink dein Wasser, sonst schaffen wir es nie wieder lebend. Lass es gut sein, Rain. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Oh. Laswell immer. Aber wir schaffen das schon irgendwie. Ich bin ja gespannt, wann wir mal auf Ifrit treffen. Der wird bestimmt auch nicht ohne sein. Aber ich hätte immer noch gerne Fina als Main, weil, wie schon gesagt, ist sie ja auch, könnte auch zu den Protagonisten. Ich will sie eigentlich auch mal in Aktionen erleben, aber es lässt sich auf jeden Fall schon, ja, länger auf sich warten. Man wird immer ein bisschen so mega auf die Folter gespannt, ne? Aber ist aber dennoch eine sehr tolle Geschichte und naja, es ist eigentlich ganz cool, dass es nicht allzu schnell geht. Also jetzt, dass man die alle hintereinander zugeklatscht bekommt, sondern ja, das ist auch irgendwie was, was so dahinter steckt, ne? Halt sowas. So, wir sind jetzt auf Rang 15. Die Freundeskapazität ist gestiegen und außerdem die Energie. Und wir bekommen nochmal 100 Lapis oben drauf. Sehr schön. Das kann man sich doch sehen lassen, oder? So, kann man eine Freundesanfrage zuschicken. Ah, okay. So, ja, wir können dann auch weitermachen, sehr schön. So, Westausgang. Wo sehe ich meine Leute denn nicht mehr? Haben sie da jetzt irgendwie was daran geändert oder so? Hm. Ah, hier, man kann sogar auch einen Filter machen. Ein Stern, zwei Stern, drei Stern, vier Stern, fünf Stern. Denn die, ja, Elementarresistenz, Zustandsresistenz, Treue, Zauberpot, Ausrüstung und ja, was eben halt ausrüstbar. Also hier seht ihr die ganzen Klassen, ne? Also von den Waffen und sowas halt. Die Rüstungsarten und alles. Ist auf jeden Fall recht cool gemacht, muss man sagen.
Und hier, der hat zum Beispiel neu angefangen. Und man sieht auch, wie viele Freundespunkte man auch dafür bekommt, wenn man denjenigen dabei hat. Und ich glaube, die ganzen Neulinge oder so nebenbei kriegt man noch mehr. Also das Doppelte bestimmt, weil man die so gesehen nebenbei noch unterstützt und sowas. Okay. Solche Dinger sind auf jeden Fall sehr gut, um Beschwörungen zu holen. Wo man so gesehen seine Charaktere auch noch mit aufleveln kann. Ist auf jeden Fall auch eine tolle Sache. Was? Der hat aber ganz schön reingeknüppelt da. Okay, ja. Die gehen natürlich immer auf den Schwächsten. Hätte mir auch nicht anders denken können. Die sind ja früher auch immer auf, meistens auf Lea gegangen. Weil sie nicht wirklich die Stärkste ist, weil sie ist ja auch eine Magierin und selber, ja, weiß nicht, auch selber durch die Aggro gehen die meistens immer auf die Healer. Allgemein so immer. Darum kennt man das ja eigentlich auch. Dass die immer gerne auf die im Fokus haben. Tyrannosaurus. Ja, die Dinos kenne ich eigentlich auch ganz zu gut. Also in Diadem bei Final Fantasy 14. Ja, da sind die auch am Start. Ja. Wow. Granata. Ups. Die wollen wir analysieren. Granata. Wow. Eisschaden, das ist sehr schön. Ich muss auch nicht abziehen. Das ist auch gut. Und los geht's, Leute. Jawohl, jetzt können wir gleich Serene zur Hilfe rufen. Na, warte. Ah, auf alle Ziele blind. Ah, das ist gut. Wow, nice. Wow. Au, 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 au. Der ist eben einfach explodiert. Gnadenlos, wenn sie explodieren. Au, was? Ziehen aber ganz schön was ab. Boah, Wahnsinn. Die Bomber sind echt mies. Yo. Boah. Ay, die Bomber, ey, sind echt schlimm. Was ist das denn jetzt hier? Na. Ah, okay.
Oh, ich dachte schon, ich habe was Falsches ausgewählt. Ah, das wäre nicht schön. So. Hauen wir nochmal die Limits drauf und dann müsste er eigentlich schon weg sein, denn. Feuerschaden geht nicht. Ah, verdammt. Er hat nur so Feuersachen. Das ist ja das Gegenteil. Er macht ja Eis. Naja. Ach, gut. Erledigt. Nicht, dass er gleich mit seinem Explodieren wiederkommt. Und wie kriegen wir 100 Lapis? Ja, wir haben es abgeschossen, den Dungeon wohl. Sehr schön. Sehr cool. Wo ist sie bloß? Boah. Hey, Lifeway, alles in Ordnung mit dir? Du bist ja völlig dehydriert. Nein. Wie bitte? Was soll das heißen? Die Wüste birgt viele Gefahren. Man weiß nie, was auf einen zukommt. Dieses Wasser habe ich für dich aufgehoben, für den Notfall. Was redest du da für einen Unsinn? Du hast wohl schon Wahnvorstellungen. Trink das Wasser sofort. Ich habe keine Wahnvorstellungen. Deine Gesundheit ist wichtiger als meine. Du musst auf jeden Fall überleben. Das ist dir wohl klar. Ein Dreck ist mir klar. Ich trinke jetzt das verdammte Wasser. Hör auf damit. Willst du mich ertränken? Sieh dir das nur an. Das ganze kostbare Wasser. Na also, geht doch. Jetzt bist du wenigstens wieder ein bisschen zur Vernunft gekommen. Ja, aber zu welchem Preis? Jetzt haben wir kein Wasser für den Notfall mehr. Es bringt nichts, sich jetzt über Notfälle Gedanken zu machen. Wenn es so weit kommen sollte, dann sehen wir weiter, nicht eher. Das müssen wir dann wohl. Na schön. Ja, ein besser Freund ist niemand im Stich. So. Wüste Zaldir. Ostteil. Dun, dun, dun. Oh, ein Bazar. Perfekt. Ich werde uns Wasser kaufen gehen. Es ist schließlich meine Aufgabe, uns auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Oh, wir haben wieder da. Diese Klamotten. Ich fresse einen Besen. Wenn das kein Dieb ist. Verzeih die Störung, Freund. Hast du hier zufällig ein Mädchen vorbeikommen sehen? Schwer zu sagen. Ist dir dein Schätzchen davongelaufen oder so? Ich stelle hier die Fragen. Hast du sie gesehen oder nicht? Ich habe keine Zeit für deine Spielchen. Ich habe zu arbeiten. Für die paar Weiber, die wir vorhin aufgegriffen haben, werden wir kaum was bekommen. Die ihr aufgegriffen habt? Laswell, ich habe das Wasser. Ich nehme an, wir folgen diesen Kerlen. Und wie? Los geht's. Es könnte Fina mit dabei sein. Womöglich. Das können wir ihnen nicht überlassen, sonst. Dorfruinen.
So, es ist irgendwie in letzter Zeit irgendwie komisch jetzt gerade. Naja. Nehmen wir hier den Koreaner mit oder was auch immer das ist. Los geht's. Verdammt, Fina ist weg. Es kann nur bedeuten, dass sie Banditen in die Hände gefallen ist. Schlimmer hätte es kaum kommen können. Sag das nicht. Es ist doch viel einfacher, ein Banditenversteck zu finden, als die ganze Wüste nach einer Person zu durchkämmen. Nichtsdestotrotz haben wir keine Zeit zu verlieren. Boah, das sieht echt schön aus hier so, ne? Also muss schon sagen, die geben da sich schon echt Mühe, auch hier mit diesem Sonneneffekt hier sowas. Zum Verlieben. Einfach sehr, sehr schön gemacht, muss man der Stelle sagen. Diese Detailverliebtheit, diese Animationen, dann so kleine Effekte mit drin, das ist schon nicht lieblos gemacht auf jeden Fall. Ah, da haben wir die Straßenräuber. Sehr schön. Oh, sehr gut. Brauchen wir auf jeden Fall immer was davon, auch zum Erwecken, auch für den Essbar und so weiteres. So, die Sandebene. Und das machen wir auch noch mal hier. Oh, Wolke der Dunkelheit hat ja auch jemand hier am Start. Wollen wir auch mal gucken, wie die so abgeht. Wenn sie wirklich geschnappt wurde, kann das noch nicht allzu lange her sein. Wir können sie immer noch retten. Das Versteck der Banditen muss irgendwo in dieser Wüste liegen. Wir sollten uns einen von ihnen schnappen und in die Mangel nehmen. Okay. Machen wir. Wolke der Dunkelheit hat aber ganz schön viel Leben, ey. Wow.
Oh. Ups. Hallo? Na egal. So, wir haben nochmal ordentlich Damage. Pam. Das hat auch nicht gezwiebelt, ne? Jetzt nochmal ordentlich nochmal drauf da. Haben wir es geschafft? Sehr gut. Uiuiui, da haben wir aber ganz schön viel Loot bekommen. Nice. So, im nächsten Part machen wir weiter mit Zadir Ostteil Felswand. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid wieder beim nächsten Mal dabei. Und ja, da werde ich euch das auch noch mit den S-Bahn auch zeigen, wie das so funktioniert. Und ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst gerne eure Unterstützung da, würde mich auf jeden Fall freuen. Also sprich euer Feedback und auch die stetig wachsende Community. Ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein.